Ich glaube, ich muss die Präsentation noch auf die Beamer legen. Cool. Hallo und herzlich willkommen zu unserer DSA Verlagsvorschau hier auf der RadCon 2019 in Limburg. Ich hoffe, ihr seid nach anderthalb Tagen RadCon alle noch aufnahmefähig, denn wir haben eine ganze Menge Kram im Gepäck. Deswegen müssen wir auch durch unsere Präsentation ein bisschen hindurchhetzen und ein bisschen aufs Gaspedal treten. Damit ich hier nicht ganz alleine mich durch die Präsentation hangeln muss, habe ich mir heute Verstärkung mitgebracht. Alex hatte ich gestern schon neben mir auf der Bühne, den kennt ihr auch alle. Zoe und Johannes habt ihr vielleicht schon mal gesehen, vielleicht auch nicht. Zoe hat letztes Jahr im September, glaube ich, bei uns angefangen und die DSA-Redaktion verstärkt und Johannes im selben Monat oder im Monat danach. Vielleicht kennt ihr ihn auch als Balthasar von Aachen aus unserer Hexenkampagne Finstere Herzen. So, da seht ihr als allererstes schon mal das aventurische Pandemonium in der regulären Ausgabe, in der limitierten blauen Ausgabe. Beide Bücher sind in Berlin auf der RadCon vor 3 Wochen erschienen. Die blaue Ausgabe konntet ihr hier in der Verlosung erwerben. Ganz brandneu und nicht im Programmheft abgebildet haben wir sogar noch die Spielkarten zum Pandemonium im Großformat, wie ihr das aus den Bestiarien kennt. Dann auch hier zum ersten Mal zu haben, ist das Heldenwerk-Archiv 3 in der roten limitierten Ausgabe. Wer auf dem KAK in diesem Jahr war, der hat vielleicht schon die blaue limitierte Ausgabe davon erstanden. Hier gibt es jetzt die rote für alle zu kaufen. Die reguläre, die ihr rechts daneben seht, die erscheint im Oktober zur Spielemesse in Essen. Und darin enthalten sind insgesamt 6 Heldenwerk-Abenteuer und unser Convention-Abenteuer, was wir auf dem KAK und auf den beiden RadCons verteilen. Dieses Mal Hoffnung in der Finsternis, ein Prequel zu dem Kampagnenband oder zu dem langen Hardcover-Abenteuer Eiserne Flammen, zu dem ich gleich noch kurz komme. In dem Heldenwerk-Archiv findet ihr immer auch Autorennotizen, immer so eine Seite, etwa ein Grußwort von den Autoren über den Schaffensprozess und Bonusmaterial zu den Abenteuern. Hoffnung in der Finsternis hat ganze 7 Seiten Bonusmaterial bekommen, ist dadurch fast ungefähr anderthalb Mal so lang geworden wie in der Ausgabe, die ihr mit dem Programmheft hier am Eingang erhalten habt. Und Eiserne Flammen, ich habe es eben schon erwähnt, die lang ersehnte Fortsetzung der Splitterdämmerung ist endlich erschienen. In dem Abenteuer, das hier auf der RadCon zum ersten Mal veröffentlicht wurde, auch in der limitierten Edition, die ihr über die Lotterie erwerben könnt, geht es um nichts Geringeres als das Schicksal des Agrimod-Splitters, eines Splitters der 7-strahligen Dämonenkrone Borberats und natürlich demjenigen, der im Besitz dieses Splitters ist, den ihr in Schwarz-Weiß im Hintergrund mit seiner mechanischen Hand seht, Leonardo den Mechanikus. Das Abenteuer führt die Helden nach Yolgormak, die Dämonenschmiede, in den Schwarzen Landen, für die Steffen Brandt eine sensationelle neue Karte illustriert hat. Die gibt es im Abenteuer in A3, sowohl vorne wie auch hinten im Innenumschlag, einmal in der Spieler- und einmal in der Spielleiterversion. Auch hier auf der RadCon zu haben, wir hatten es auch schon in Berlin dabei, ist der zweite Teil der 6-teiligen Romanserie Das Blut der Kastesia. Daniel Jödemann, der mit dem Roman In den Nebeln Havenas, den ihr vielleicht aus dem Crowdfunding zu Havena kennt, da haben wir ihn nochmal publiziert, oder durch die Romane Die letzte Kaiserin und Der erste Kaiser, auch schon historische Romane, die im historischen Aventurien spielen. Daher kennt ihr Daniel vielleicht schon, jetzt hat er mit seiner 6-teiligen Romanserie nochmal einen draufgesetzt. Der erste Teil ist schon etwas länger draußen, der zweite Teil jetzt. Insgesamt besteht die Reihe aus 6 Teilen und wir arbeiten derzeit schon an der Fertigstellung von Band 5. Band 6 liegt noch bei Daniel, ich weiß aber schon, wie es ausgeht. Also selbst wenn alle Stränge reichen, irgendwie können wir diese Geschichte zu Ende erzählen. Da braucht ihr euch dieses Mal keine Sorgen zu machen, dass eine mehrteilige Reihe nicht zu Ende gebracht wird. Wir haben ganz bewusst hier auch erst mit der Publikation vom ersten Teil angefangen, als wir sehr weit fortgeschritten waren im Produktionsprozess, um genau dieses Dilemma, das uns leider schon oft widerfahren ist,
dieses Mal zu vermeiden. Und die Sternenträgerkampagne. Ich glaube, wir reden seit 2017 darüber. Ich bin der Meinung, auf dem Dreieichkon haben wir damit angefangen. Dominik Ladek, Christian Deana, Bernhard Henn, Robert Corvus und ich haben immer mal wieder Workshops und Panels dazu gegeben. Christian Deana, ein großer Freund des Hochelfen-Themas, hatte eine Idee, ist der Projektinitiator. Bernhard und Robert sind regelmäßig auf der Dreieichkon, um da Autorenlesungen zu halten. Dominik ist ein sehr umtriebiger Autor, was das schwarze Auge betrifft. Christian hat die alle an einen Tisch geholt. Dann haben sie Markus überredet, dass wir das Projekt uns mal angucken sollen. Markus hat mir einen Stapel Papier auf den Tisch geknallt und gesagt, kümmere dich mal darum. Ich habe dann mit Dominik Kontakt aufgenommen und wir haben die Kampagne durchgeplant, immer wieder Rücksprache mit Christian, Bernhard und Robert gehalten. Robert und Bernhard arbeiten ja gerade noch an der Romanreihe der Filiasson-Saga, die bei Heine erscheint. Und wir haben auch begonnen, diese Romanreihe ein bisschen mit der Sternenträgerkampagne zu verknüpfen, denn die Sternenträgerkampagne führt die Helden auf den Spuren der Filiasson-Expedition durch die Geschichte der Hochelfen. Hier auf der Radcon ist nun endlich der erste Teil dieser epischen Kampagne erschienen, der Ruf der Bahalür. Und auch bei diesem Mehrteiler haben wir dafür gesorgt, dass möglichst wenig schief gehen kann. Wir haben nämlich die ganze Kampagne von Anfang bis Ende schon durchgeplant. Ich weiß schon genau, welches Kapitel im sechsten Teil wie viele Zeichen haben wird und was da drin stehen wird. Das ist alles schon festgelegt. Jetzt müssen nur noch die schönen Texte geschrieben werden und die Illustrationen angefertigt werden und die Texte, die Abenteuer dann letztendlich gelayoutet und produziert werden. Der erste Teil ist jetzt erschienen. Wir haben vor, alle drei Monate einen weiteren Teil herauszubringen. Das heißt, in 15 Monaten müssten insgesamt alle Teile dann erschienen sein. Und ich bin gespannt, wie ihr auf die Sternenträgerkampagne jetzt reagiert. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Die Autoren, wir alle als Redaktion sind gespannt, wie euch das Teil gefällt. Denn wir haben lange daran gearbeitet und ich glaube, gestern war es ausverkauft. Wir mussten Michael nochmal zum Lager schicken, damit er nochmal ein paar Kisten Abenteuer holt, damit wir heute weitermachen können mit dem Verkauf. Bei Eiserne Flammen sieht es ähnlich aus, das geht auch schon ordentlich zur Neige. Und wir haben dem Abenteuer, wie auch schon dem ersten Teil der Theaterritterkampagne, 4 Extra-Seiten spendiert. Denn als das Abenteuer bei uns in der Redaktion angekommen ist, ist Alex aufgefallen, hey, da kommt das und das drin vor. Eigentlich brauchen wir noch die Regeln dafür. Die wurden da und da schon mal publiziert, aber die sind so lang. Wir wollten natürlich, dass das Abenteuer vollständig ist und nicht auf das Bestiarium 2 verweisen. Also haben wir das noch mit in das Abenteuer reingepackt. Mit den nächsten Teilen, machen wir erstmal im ersten Teil weiter. Das Abenteuer startet in Gerasim. Da haben wir auch eine schöne neue Karte für anfertigen lassen und führt die Helden dann auf eine Expedition in die Elfenlande. Und Elfen kann man natürlich auch begegnen. Wer der Widersacher ist, habt ihr vielleicht schon gelesen, vielleicht hat der eine oder andere schon zugegriffen im Shop, vielleicht einmal ein Handzeichen, wer hat das Abenteuer schon gekauft? Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht ein Viertel der Leute, immerhin. Für die anderen, wir haben wieder welche im Shop. Und eine meiner Lieblingsillustrationen im Band ist übrigens die Illustration im Hintergrund der Kampagne, wo der Widersacher vorgestellt wird. Keine Spoiler. Verrate ich nicht. Keine Sorge. dann geht es noch in diesem Jahr weiter mit Der Klang des Feyrasaal. Das ist Teil 2. Das ist mein persönliches Lieblingscover von den 6 Covern der Sternenträgerkampagne und daran wird auch schon fleißig gewerkelt. Wie gesagt, alle 3 Monate, das heißt im November sollte es so sein, dass wir gegen Ende des Monats das Abenteuer auf den Markt bringen. Ich hoffe so ein bisschen, dass wir es irgendwie schaffen, das bis zur Dreier echt da zu haben.
Und dann kann es mit Teil 2 weitergehen. Teil 3 erscheint dann im kommenden Jahr. Der Abgesang Ometeons. Wer die Geschichte der Hochelfen kennt, dem ist Ometeon bestimmt ein Begriff. Das Sturmgeheul von Shiadur, da müsste man auf dem aktuellen Publikationsstand der Filiasson-Saga, die bei Heine erscheint sein, um daraus vielleicht das eine oder andere zusammenzusetzen. Das könnte Hinweise enthalten, wo es dahin geht. Und das Tosen über Liritena ist Teil 5. Das Cover von Teil 6 haben wir noch nicht so richtig veröffentlicht. Aber ich glaube, den Abenteuertitel haben wir schon verraten. Er lautet Die Worte der Orimar. Weiter geht's mit Forschungsdrang und Rollenspiel. Ein Band, der eigentlich gar kein richtiges Rollenspielprodukt ist, das sich aber mit Rollenspiel trotzdem beschäftigt. Da übergebe ich mal an meinen Redaktionskollegen Johannes, denn der hat den Band bis zum Ende dann betreut und kann euch ein paar Einblicke geben. Das, was euch da so erwartet. Das kann ich in der Tat. Vielleicht hat einer von euch ja auch schon Gelegenheit gehabt, den Band zu bekommen. Den gibt es im Vorabverkauf hier und den gab es auch schon auf der Radcon in Berlin. Regulär erscheint er erst im August. Jetzt würde ich aber mal gerne wissen, wer von euch fühlt sich denn... Regulär im August heißt Ende des Monats. August haben wir ja schon. Genau, Ende des Monats sind halt immer unsere Erscheinungstermine. Mich würde mal interessieren, wer von euch sich denn durch das Cover an etwas erinnert fühlt, möglicherweise. Das sind doch schon einige, ja. Das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich ein bisschen. Ja, wir haben uns bei der Gestaltung des Covers am Cover von Die Magie des schwarzen Auges aus DSA 2 Zeiten inspirieren lassen. Und tatsächlich finde ich, das ist ziemlich gut gelungen. Also die Figurenaufteilung und auch die Posen der Figuren sind sehr, sehr ähnlich. Ist sehr cool geworden. Wie Nico bereits erwähnt hat, ist der Band kein Rollenspielbuch an sich. Es ist kein Quellenband. Es ist eher eine Betrachtung in Aventurien hinein von außen. Von einem akademischen, von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus. Und das geht von ganz unterschiedlichen Disziplinen. Also es gibt eine Abhandlung aus der Geschichtswissenschaft, der das Bosporanische Reich mit dem antiken Rom vergleicht. Es gibt Beiträge, die erklären, warum die Zyklopeninseln nicht so wirklich was mit dem antiken Griechenland zu tun haben. Es gibt allerdings auch einen Artikel, der Geheimorganisationen in Aventurien so ein bisschen beleuchtet und analysiert. Also ein paar sehr interessante Sachen. Wir haben online auf unserer Website auch eine Leseprobe. Da geht es um die Bedeutung der Chimerologie für die aventurische Medizingeschichte. Schaut da gerne mal rein, nehmt es euch im Shop in die Hand, blättert es durch, da sind ein paar super interessante Artikel drin und das Buch lohnt sich auf jeden Fall für alle, die irgendwie an Rollenspiel interessiert sind. Und auch wenn man keine Ahnung von den wissenschaftlichen Disziplinen hat, man kann es trotzdem lesen, verstehen und es macht Spaß. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Weiter machen wir mit dem Dornenreich und da übergebe ich das war eine kleine Kostenprobe des Soundtracks zur Produktpalette von dem Dornreich zu Aranien. Für den Soundtrack speziell ist Ralf Kurzinger wieder verantwortlich und meine Kollegin Zoe hier hat das mit ihm tadellos mit Bühne gezogen. Ich glaube, das ist ein bisschen lange. Der beste Soundtrack, für die es ausgibt. Also ich finde es großartig. Aber ich möchte euch noch ein paar Details generell zu Aranien geben. Es wird unsere nächste Regionalspielhilfe sein. Üblich mit 192 Seiten. Wird, wenn alles gut läuft, mit allen anderen Produkten im September erscheinen. Ihr könnt euch darauf freuen, dass wir neben den großen Städten Sorgan und Helbrun und Barum auch zum Beispiel Malkes und Palmyrabad und Anschubhalt drin haben. Insgesamt 6 Feature-Städte und ich verspreche euch auch jetzt schon eine Menge anderer kleiner Städte, denn Aranien ist neben Borasreich, wie wir festgestellt haben, eine der dicht besiedelsten Regionen überhaupt. Also es ist jede Menge drin. Ihr kriegt auch noch mal einen Übersicht zu Pflanzen, Tieren, Aranien, das ist so wie die großen Ritter. Das sind neue Waffen drin, die es auch noch nie zuvor gab,
namentlich immer erwähnt waren, aber total typisch für die Region sind, wie zum Beispiel den Stechhammer oder den Zorganer Dolch. Und wir haben auch eine riesige Menge an Mysterien in diesem Band drin. Nicht nur Dinge, die sich mit Rohren beschäftigen, ja, das wird auch Teil einnehmen, aber wir haben auch ganz viele spannende neue Sachen. Unter anderem werden wir den Kabalins geheimen Magierzieher können erwarten. Ein bisschen mehr Spielraum gönnen und vor allen Dingen ein ganz altes Thema wieder aufgreift, das uns durchaus sehr stark am Herzen liegt, weil wir nicht gerne abholen. Das macht Sinn. Jeder ist gerne da auch sehr viel Spotlight bekommen. So, dann können wir euch mal ein bisschen was zeigen. Das hier ist zum Beispiel Kapitel 1, da wird das Dornreich etwas näher, allgemein geografisch und so weiter beschrieben, so wie ihr das von den Regionalspielhilfen der Vergangenheit oder DSA 5 auch kennt. Es wird eine geografische Karte drin sein, es wird eine Karte drin sein, wo die Rajarate, das ist das, was früher die Sultanate waren, genauer beschrieben sind und farblich markiert sind. Wie ihr seht zum Beispiel, wird das Jalayat auch immer noch von Aranien beansprucht, auch wenn es keine ganz direkte Landverbindung mehr dahin gibt. Und was Anshupal und Gorin angeht, das wird da auch thematisch eine Rolle spielen. So hat Sultan Hasdrubal da momentan die Oberhand in Anshupal und der näheren Region, aber König Arkos hat es da nicht aufgegeben, das zurückzuerobern. Das wird thematisch halt auch für Gorin ein ja, recht wichtiger Plot werden. Ja, Kapitel 2 Land und Leute, das wird vor allen Dingen eine Beschreibung dieser größeren Featurestädte und der kleineren Schauplätze werden. Hier seht ihr zum Beispiel die Symbole, die den einzelnen Rajaraten, also quasi den Provinzen zugeordnet sind. So werden praktisch diese ganzen Städte oder auch Orte genauer markiert. Ihr kennt das vielleicht auch schon aus den vorherigen Regionalspielhilfen, da waren es meistens zwei Symbole, weil es praktisch zwei ja, Provinzen oder zwei Königreiche gab, die beschrieben worden sind. Hier sind wir ein bisschen mehr ins Detail gegangen, damit man wirklich zuordnen kann, wo das hingehört. Das ist nämlich in Aranien durchaus bei der Menge an Städten gar nicht so schlecht, das sofort sehen zu können. Seht ihr unter anderem halt, was ja, diese auch Region auszeichnet an Tieren. Das haben wir meistens als Thema dieser Symbole genommen. So. Dann kriegt ihr jetzt einen kurzen Einblick in einige der Landschaftsszenen des Kapitels. Das ist zum Beispiel ein Ausblick auf die Gorische Wüste und das umliegende Land. Ziemlich trocken, ziemlich staubig, allerdings nicht völlig leblos, wie ihr seht. Da gibt es auch einige Tiere, wie zum Beispiel den Rennkuckuck, den man dort erkennen kann. Das hier sind die Mangrovensümpfe des Jalayat. Eine Gegend sehr gefährlich, was die Natur angeht, und dort kann man auch einigen sehr gefährlichen Kreaturen begegnen. Das ist tatsächlich eher nicht so das städtische Setting dort, sondern eher naturverbunden. Das sind die aranischen Steppen, die fast überall in diesem Land auch vorkommen. Auch da gibt es gefährliche Begegnungen, nicht nur mit Schlangen, sondern auch mit anderen Wildtieren oder auch mal vielleicht mit Räubern und Ferkinas. Das hier wiederum ist die Küste, die es insbesondere in Baburien gibt, nämlich Aymaristan. Stellt man sich vielleicht in Aran nicht so vor, aber die haben halt auch Küste und Strände und ähnliches. Dementsprechend auch so Landschaftstypen findet man dort. Das hier ist eher so eine klassische Sippenburg, wie sie im Norden von ja, Baburien stehen könnte. Und sehr wehrhaft, wie ihr seht. Das hier ist ein Dorf mit angeschlossenem Kloster sozusagen, was ihr in den ja, bergigen Palmyra-Miss finden könnt, in der Nähe des Rastungswalds. Hier gibt es noch ein bisschen was an Sightseeing für die Städte. Das sind zum Beispiel die singenden Gärten von Palmyrabad. Hier haben wir eine Ortschaft, nämlich das Typografische Institut in Zorgan. Das Bild kennt ihr jetzt tatsächlich schon, aber da das wirklich toll war und auch die Flamingos sehen, die es in der Stadt gibt, wunderbar abbildet, haben wir das natürlich nochmal genommen. So, ich habe ja schon die Featurestädte angesprochen. Wir haben 6 an der Zahl. Kennt jemand tatsächlich das Symbol? Ja, das ist schwer. Ich weiß, bei Aranien ist es nicht so ganz einfach. Du kannst es, okay. Ich bin sehr stolz auf dich, Nico. Ich bin sehr stolz auf dich. Nein, das ist zum Beispiel hier Anshupal. Und ihr seht, dass wir auch für die anderen Städte
Ja, dass du die Stadt kennst, das war mir schon fast klar. Das hier ist von Babuin. Und wir haben auch für die anderen Städte wie Elborum, Lanka, Palmyrabad und natürlich Zorgan Stadtwappen entwickelt. Und diesmal sind es übrigens im Vergleich zu früher auch immer die richtigen Beschreibungen gewesen. Also ich weiß noch, Land der ersten Sonne hat da ein paar Fehler gemacht, die haben aber alle... Ja, wir haben wundervolle Stadtkarten. Ja, hier beispielsweise von Zorgan mit einer erweiterten Legende. Also das ist zum Beispiel deutlich mehr auch geworden als das, was man zum Beispiel in Schleierfall oder Schleiertanz drin hatte, wo noch die aktuellsten Karten drin waren. Jetzt haben wir mehr Schenken und Tavernen und Karawanzereien. Was mir ganz wichtig war, die großen Städte haben für ihre Tempel auch individuelle Bezeichnungen bekommen. Das heißt also nicht nur noch der Rontra-Tempel, sondern die haben alle auch einen Namen. Der kann sich zum Beispiel auf einen Heiligen beziehen oder hat ein spezielles Thema. Das haben wir bei allen Städten durchgezogen. Aber natürlich selbstverständlich, damit man das sofort erkennt, haben wir auch dazu geschrieben, was für ein Tempel das ist. So, das ist ein sehr großes und sehr interessantes Kapitel, weil es sehr viele Themen beinhaltet, Kultur und Wissenschaft. Die Aranier sind ja sehr, sehr breit gefächert, was so ihr Handwerk angeht, von Edelsteinschleifern über Marzipanbäckerin ist da alles drin. Und ja, ich weiß, in Punin heißt es Punipan, dieses Marzipan, aber die Aranier akzeptieren das selbstverständlich nicht, denn sie haben das Marzipan erfunden. Das wird in dieser Spielhilfe durchaus auch öfters mal erwähnt. Und da gibt es auch durchaus ein Geheimnis, warum das so ist. Also das Kapitel umfasst natürlich noch mehr von, wie ist das Thulamitische, Aranische, was unterscheidet das von den anderen Dialekten der Thulamitenlande? Gibt es da besondere Wissenschaften oder Handwerke wie die Schreibkunst und Kalligraphie? All dem werden wir uns da halt widmen. Ihr seht einige Vignetten, beispielsweise auch das Kriegshandwerk. Dafür sind die Aranier vielleicht im ersten Augenblick gar nicht so bekannt, aber die haben eine uralte Kriegerakademie mit thulamitischer, aber auch mit mittelreichischer Tradition. Und es gibt dort ja auch eine Balayan-Schule und Astrologie zum Beispiel. Das seht ihr in der ersten Buchvignette, spielt da durch Niobara von Anshupal zum Beispiel eine ganz, ganz besondere Rolle. Und auf die Dame gehen wir auch an einigen Stellen sehr intensiv ein. Die hat da sehr viel Feature-Zeit sozusagen bekommen. Und auch einige Geheimnisse, die sehr interessant sein dürften. Handel und Wandel. Da wird euch vor allen Dingen die Mada Basari erwarten. Ja, das ist ganz klar, die Händlerorganisation hat da unglaublich großen Einfluss. Und die haben wir auch im Vergleich zu den letzten Publikationen, da haben wir eine Agenda gegeben nach Schleiertanz und Schleierfall. Das heißt, da hat sich auch einiges getan. Und wir stellen auch dar, was so ihre Ziele sind. Und vielleicht haben sie auch Konkurrenten bekommen. Vielleicht sind sie nicht mehr so die Einzigen, die da versuchen, Einfluss zu gewinnen. Da könnte es durchaus auch Konkurrenz geben. Und wir haben beispielsweise auch ein Mondkontor von ihnen untergebracht, in diesem Fall in der Aranischen Rüstkammer. In der Regionalspielhilfe selbst wird es eine Karawanserei geben, mit Plan und allem drum und dran. Ja, was die Rüstkammer angeht, das sind zum Beispiel auch Vignetten davon, da wird es auch wieder um Proviant und Wein und Kleidung und Ähnliches geben. Also alles dabei, was wünschenswert ist, über Aranien zu erfahren. Flora und Fauna, auch ein spannendes Kapitel. Es ist zwar eher ein städtisches Setting, aber es gibt Gebiete in Aranien, die sind halt auch naturverbunden. Da werdet ihr unter anderem den Schakalen, den neuen Tigern, die es tatsächlich so in der Form bislang gar nicht gab, begegnen. Aber in Aranien, das ist eigentlich die Heimat der typischen Tiger. Und natürlich meinem Liebling, dem aranischen Rennkuckuck, begegnen. Ich glaube, da wird kein Held mit dem kämpfen, der ist so schnell. Das wird selbst mit dem Accelerator sehr schwierig werden. Ich habe es schon mal versucht. Ja, du bist gescheitert, ich weiß. Ja, ich war live dabei. So, Pflanzen natürlich auch. Unter anderem links. Das ist ein Rauschmittel, Citaba. Und wir haben natürlich auch ein bisschen Überreste von ironischen Dingen, die man noch finden kann. Sowas wie Dornrosen, vielleicht gibt es auch noch schwarzen Wein irgendwo. Auf jeden Fall, dem Thema hatten wir uns auch noch gewidmet und da sind noch viel mehr Pflanzen und Kreaturen drin. Götter und Dämonen, ganz spannendes Thema. Viel zu wenig Platz, um natürlich alles zu beschreiben, aber wir haben wirklich eine super Auswahl getroffen. Gerade in Aranien gibt es den Fex-Kult und den Kult der Ratscha, sowie Rontra und Peraine als so die wichtigsten Götter, aber wir haben natürlich auch was zu den Heiligen geschrieben, die dort verehrt werden, zu den anderen Göttern und zu thulamitischen Göttern, die früher vielleicht mal in Aranien eine Rolle gespielt haben
und hin und wieder vielleicht auch mal eine neue Gottheit. Rajasutra-Meister spielen da durchaus auch eine große Rolle und wie ihr seht, der Raya-Kult ist auch neben dem Fex-Kult da sehr, sehr wichtig. Ja, bei Zauberei und Hexenwerk. Die Gildenmagier, naja, das ist nicht so das Land für sie. Die sind da an den meisten Stellen etwas benachteiligt, aber dafür haben die Hexen da durchaus größeren Einfluss und können da auch viel offener leben. Und viele Adlige sind zum Beispiel auch Töchter Satuarias. Insofern ihnen und einigen weiteren typischen Zauberern wird da sehr viel Screentime gewidmet. Zum Beispiel die Mayunas, über die wird man da mehr erfahren. Aber auch über die Zauberer, die im Untergrund agieren müssen, die Kabalin-Magier. Hier seht ihr zum Beispiel auch eine Auswahl. Das ganz links ist das Symbol der Zorganer Zauberschule, des Seienden Scheins. Und die anderen drei Symbole stehen für die drei einflussreichsten Kabalin-Gruppen. Die Töchter Satuarias, die Erben der Gräber und die Nachtwinde. Die haben alle drei ganz besondere Ziele, die in der Regionalspielhilfe, ich nenne das mal für den Hauptplot, gewisse Richtungen angeben, die man benutzen kann für tolle Geschichten. Bei Rang und Namen haben wir natürlich die Creme de la Creme reingepackt. Unter anderem die neue Rajara, also Herrscherin von Palmyra Miss. Und auch einige etwas finstere Gesellen mit sehr gemeinen, ilaristischen oder oronischen Plänen. Wer die genau sind, das müsst ihr natürlich dann in der Spielhilfe euch genauer anschauen. Hier sehen wir unter anderem auch König Arkos höchst selbst. Metelessa Komari, die mittlerweile etwas älter geworden ist, aber trotzdem noch eine fantastische Illusionsmagierin abgibt. Und ganz rechts, das ist Salamon Ibn Dafar. Das ist einer der einflussreichsten Madabasari-Mitglieder mit einer völlig eigenen Agenda. Die ist weder gut noch böse, sondern die ist auf ihn und seine Familie ausgerichtet. Der kann sowohl als Helfer als auch als Widersacher auftreten. Mythos und Historie, das ist eines meiner Lieblingskapitel überhaupt. Da werdet ihr mehr über die Vergangenheit von Aranien, zum Beispiel im großen Kampf des Königs Amari gegen die Shasmanyat erfahren. Auch eine meiner Lieblingsillustrationen überhaupt. Ja, es wird noch ein bisschen natürlich etwas zum oronischen Hintergrund geben, der jetzt längere Zeit zurückliegt. Und auch den Krieg der 35 Tage. Natürlich alle weiteren aktuellen Ereignisse sind natürlich auch dort enthalten. Was die Helden aus dem Dornenreich angeht, da werdet ihr Erben der Gräber spielen können, Töchter Niobaras, eventuell auch noch weitere Kriegerinnen aus diesem Land und Sippenkrieger und ähnliches. Also es ist ein breites Spektrum an das, was du spielen kannst. Sowohl profane, magische als auch geweihte Helden. Alles dabei. Gibt natürlich auch Zauber, zum Beispiel das, was die Erben der Gräber und die anderen Kabalim-Sekten können. Das ist zum Beispiel hier Körperlose Reisende, eine Illustration davon. Und das hier ist tatsächlich die Mungo-Gestalt der Fex-Geweihten von Aranien. Der Mungo ist neben dem Fuchs dort ebenfalls ein Tier, das man mit Fex assoziiert. Das ist vielleicht das Wichtigste aller Kapitel. Da werdet ihr natürlich etwas über uronische Überbleibsel mitbekommen. Zum Beispiel einige Paktiere, die es noch gibt. Oder auch dämonide Wesen, wie dieses Shadifrid. Aber zum Beispiel auch was über den Rosengard und Rosenschille und was deren Ziel überhaupt ist. Das ist nämlich nie so ganz klar geworden. Jetzt gibt es ein Ziel. Ja, wird, wie gesagt, hoffentlich im September erscheinen. Das ist das Cover der Normalausgabe. Kommt natürlich auch noch was dazu wie die Rüstkammer und ein Abenteuer für diese Region, Mondsilberne Mysterien. Und da werdet ihr jede Menge Spaß haben, etwas über die Sphinx von Ras Lamashu erfahren und tolle Arrange-Waffen und Rüstung. So. Ich glaube, ich kann dann gleich kurz weitermachen mit noch einer weiteren wichtigen Regie sagt nein. Ja. Immer diese Unterbrechung von der Technik, ist ja furchtbar. Ich kann weitermachen. Wundervoll, okay. Dann steht natürlich noch Aventurisches Götterwirken an. Da seht ihr schon mal das Cover und ihr seht, es wird sich vor allen Dingen auch mit den Schamanen beschäftigen, aber nicht nur den Schamanen. Da wird es auch Dinge geben über andere Gottheiten. Auch die Zwölfe spielen an einigen Stellen weiterhin eine Rolle. Wir werden auch zum Beispiel noch ein paar Liturgien
für deren Kirchen und Gemeinden veröffentlichen, aber im Fokus stehen solche Gottheiten wie Ankrosch, Kamaluk und das Pantheon der Kjalske, hier symbolisiert durch Naturugon, das weiße Mammut. Großartige Illustration. Und wir werden noch einige weitere Gottheiten da drin haben, vor allen Dingen die der Stammeskulturen. Stammeskulturen haben ja sozusagen als Zeremonialgegenstände, das sind ja jetzt Karmatiker, meistens Knochenkeulen, so wie man das früher kennt. Und es wird eine unglaubliche Menge an großen, kleinen, mittleren und was weiß ich noch für Knochenkeulen geben für die ganzen Kulturen. Das ist nur eine Auswahl. Das wird am Ende ungefähr so sein wie bei den Magiern der Magierstab in zig Varianten. Also nein, jede der Knochenkeulen der Kulturen kann auch an einigen Stellen immer was anderes. Also nicht immer völlig identisch. Und es gibt verschiedene Varianten einfach dazu. Das war uns sehr wichtig. Es wird eine große Zahl an Professionen geben, wie versprochen nicht nur Stammeskulturen, sondern auch Mitglieder verschiedener Orden, die wir noch nicht beschrieben haben, beispielsweise der Madabasari, der Bandstrahler, der Rodensteiner, vom Bund des wahren Glaubens und der Ukuriaten. Das ist wirklich nur eine kleine Auswahl, da gibt es noch jede Menge mehr, nur Juniten und so weiter, alles dabei. Das wird eine der Hauptteile der Spielhilfe sein, das ist nämlich, sind Regelungen, wie die ganzen Talismane der Kirchen funktionieren. Und zwar haben wir das so gemacht, dass wir nicht nur den Haupttalisman beschrieben haben, sondern wir haben mal die ganze Bandbreite aller Talismane, die es in den Kirchen gibt, wirklich mal aufgelistet und sie ein bisschen unterteilt in, es gibt den Haupttalisman und es gibt weitere Talismane, die etwas machen können. Die kann man auch alle benutzen, die haben auch alle Regeln, die total geil sind und jeder von diesen Talismanen kriegt auch eine eigene Illustration, damit man weiß, wie der aussieht. Betrifft die 12 göttlichen Kirchen, die Halbgottkirchen und auch einige weitere, die da hier noch enthalten sind, also jede Menge. Hier habt ihr unter anderem zum Beispiel das Golden Eye oder die Kreide der Zar zu sehen. Also freut euch drauf, da gibt es jede Menge cooles Zeug drin. Es gibt auch einige neue Liturgien, wie ich angesprochen habe. Hier könnt ihr zum Beispiel etwas sehen, was die Left-Hand-Priester können. Die können jemanden sehr hässlich machen, der vorher sehr schön war. Und rechts seht ihr so eine Art, nennen wir es mal, blutigen Trunk, der in einer Liturgie der Mabu-Priester eine wichtige Rolle spielt, um sich zu stärken. Mabu-Priester oder Geweihte werden da auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie ihr wisst, die hatten vorher noch keine eigenen Geweihten, aber mittlerweile, wir haben auch ein Heldenwerk dazu veröffentlicht, gibt es Hinweise, dass sich das ändern könnte. In der Zeit des Sternenfalls gibt es ja einige Götter, die versuchen, mehr Einfluss zu gewinnen, vielleicht auch Geweihte wieder rekrutieren. Natürlich werden auch Archetypen drin sein. Ihr seht hier unter anderem auch ein Mitglied eines Hajinim-Ordens. Die werden auch teilweise da beschrieben werden, so wie sie in unser Konzept passen. Eine Mabidin, ein Schamane der Waldmenschen und eine Schamanin vom Wesenvolk und es wird, wie gesagt, noch weitere geben. So, ich glaube, ich bin damit dann sogar schon durch und übergebe quasi an dich. Danke. Bitteschön. Das aventurische Herbarium, Teil 1 von 2, kann ich direkt transparent machen, wird wahrscheinlich diesen Oktober erscheinen. Allerspätestens November, aber mittlerweile mit meinen Superautoren bin ich so weit vorangeschritten, dass Oktober absolut in der Tasche ist eigentlich schon. Deswegen zwei Teile kann ich auch von vornherein sagen. Wieder Grund der Autoren. Ich arbeite mit Christian Nehling zusammen und Katja Reinwald, die beide einfach super tolle Texte abgegeben haben, auch durch ihren beruflichen Hintergrund einfach extremes Fachwissen mitbringen und da so viele Ideen eingebracht haben, dass wir gesagt haben, ein Buch reicht nicht. Wir machen 160 Seiten und dann noch Teil 2 und dann sind wir fertig. Dann haben wir alle Pflanzen Aventuriens beschrieben, die man am Wegesrand finden kann. Natürlich muss man immer noch bedenken, die menschliche Kreativität ist grenzenlos. Wenn ein Abenteuer mal was Neues eingeführt wird, stellenweise lässt sich das nicht vermeiden, wenn da einfach super geile Ideen kommen. Aber für alles, was man so prominenterweise kennt, schon aus älteren Editionen und dem, was wir bisher in DSA 5 eingeführt haben, sind die beiden Herbarien dann erstmal komplett. Diese Liste umfasst nicht mal alles, was im Buch ist, deswegen gebe ich dir ganz kurz den Klicker. Dankeschön. Weil es furchtbar hässlich in der Präsentation geworden wäre, habe ich mir noch einen kleinen Zettel gemacht, weil da so viel drin ist auf 160 Seiten. Dem helfen.
hab's schon, vielen Dank. Also, wir haben erstmal, wie man das zum Beispiel aus den Bestiarien kennt, jeweils einseitige Beschreibungen pro Pflanze. Das sind dann alles fantastische Pflanzen mit magischen, göttlichen Wirkungen, Giftwirkungen, Heilpflanzen, Nutzpflanzen, alles, was man sich wünscht, auf 60, über 60 Seiten, jeweils eine Seite, plus Illustrationen, da zeige ich euch gleich auch einige von, wo ein wundervoller, ausführlichster Wertekasten drin ist, wo alles maximal übersichtlich dargestellt wird. Alle Rezepte, die damit machbar sind, Volksglauben, wo ich euch auch noch ein Beispiel gleich nennen werde, Fundorte natürlich, bevorzugte Vegetationszonen, alles, was ihr euch denken könnt, ist da drin. Habt ihr alles komplett in einem Wertekasten, plus dann noch einen schönen Text, der euch beschreibt, wofür kann ich das verwenden? Was bedeutet das den Aventuriern? Warum ist das nicht einfach nur irgendeine Pflanze? Warum interessiert mich das überhaupt? Wie kann ich das aktiv als Spieler da verwenden? Und ist das nicht nur irgendein Gras? Warum soll ich da überhaupt Zeit drauf verwenden, das zu beschreiben? Das war mir furchtbar wichtig, dass da nicht einfach das Potenzial übersehen wird. Ein passives Element, Vorlesetext, langweilig. Nein, da sind ganz viele aktive Ideen mit eingeflossen, damit das eben nicht passiert. Also, ich lese euch einfach mal ganz kurz vor, was ich da alles gemacht habe. Über 70 Rezepte, allein Teil 1, Teil 2 dann nochmal, vielleicht sogar mehr davon. Umfasst auch teilweise alchemistische Dinge, die schon in älteren Editionen aufgegriffen wurden, damit man auch da nichts vermissen kann, was es jemals irgendwie gab. Dann haben wir auch eine Reihe von vereinfachten, schnelleren Rezepten, dass nicht nur eben Spezialisten, die natürlich da super viel in die Hand bekommen, Hexer, Magier, Alchemisten, Gelehrte, Peraine-Geweihte, die haben natürlich ganz viel, aber was ist mit allen anderen, die eben nicht Pflanzenkunde Wert 15 haben und trotzdem mal was damit machen wollen? Für die haben wir kleinere Rezepte entwickelt, die man mit niedrigen Werten auch benutzen kann, die man improvisieren kann, die auch in Aventurien so bekannt sind, dass sie quasi jeder hat, was sie auch gefährlich macht, weil da gibt es viele Pflanzen, die sind nicht einfach nur Löwenzahn, sondern höchst gefährlich, aber halt auch jedem bekannt. Das heißt, jeder wird gefährlich. Das ist ein ganz neues Potenzial für Abenteuer, weil jeder auf einmal giftiges Zeug in der Tasche und haben kann und benutzen kann und man sich dann auch mal umschauen muss, was eigentlich da abgeht in der Welt. Dann haben wir natürlich auch eine umfassende Beschreibung der Landschaften Aventuriens auf über 20 Seiten, wo auf jedes Vegetationsgebiet eingegangen wird. Dann auch alles nochmal schön in Tabellenform, wo ihr das alles nachlesen könnt und nicht rumsuchen müsst, während ihr spielt. Fokusregeln zur Kräutersuche, individuelle Haltbarkeit von Pflanzen für eben die Spezialisten, die das ganz genau ausspielen möchten. Aber eben halt Fokusregel optional. Auch wie man das dann haltbar machen kann, magische Wege, vielleicht sogar karmale Wege, profane Sachen und Sucht, weil natürlich auch einige Rauschmittel dabei sind. Dann Special, das mir eingefallen ist, weil ich mir dachte, okay, jetzt habe ich hier ganz viel Zeug, aber wie bringe ich das jetzt ins Spiel ein, wie erzähle ich meinen Spielern was davon, habe ich in jedem Wertekasten mindestens in einem Satz einfach mal angerissene Abenteueridee, ein Mythos zu jedem Ding, was da vorkommt. Zum Beispiel, kommt gleich, wenn ich die schöne Folie euch zeige, seht ihr dann. Okay, dann haben wir Übersichten, Substitutionsmöglichkeiten bei Rezepten. Was ist, wenn ich das Zeug nicht habe, das ich brauche? Was kann man da machen als Spezialist? Dann Grundzutaten der Alchemie wird kurz Übersicht gezeigt. Zum Beispiel, wenn ich Elixiere habe, wo nicht nur Pflanzen drin sind. Einhornhorn macht folgende Dinge. Plus dann auch ein kleiner Exkurs von wegen... Was bedeutet das den Aventuriern eigentlich? Da haben wir dann eine Übersicht, was Äquivalenzlehre dann für den Fach Alchemisten der Ausdruck wäre. Einmal weiterklicken bitte. Dankeschön. Ich soll das machen. Wunderbar, mach ich doch. Klar. Habe ich gerade entschieden. Vielen Dank. Okay, und dann, was ich unbedingt noch haben wollte, eines der größten geheimliche Alchemie. Einmal weiter. Der Araunige Homunculus. Das ist ein... Begleiter, den man haben kann, wenn man aber sehr gut ist, das ist jetzt ein Work in Progress, das wird dann eigentlich mal ein farbiges Bild, da ist dann auch noch mehr drauf, ist ein Ausschnitt. Das ist ein Vertrautentier, den man als Alchemist haben kann, als Hexe haben kann, der kann super Dinge, der ist sehr schlau und vor allem, man muss nicht Zauberer sein, um den zu haben. Man kann ihn auch so erschaffen, wenn man das entsprechende Wissen hat und Forschung betreibt. Weiter? Ja. So, hier ist eine kleine Auswahl von Pflanzen, die man schon kennt, wenn man sich für Pflanzenkunde interessiert und Aventuristik studiert hat. Das Blutblatt, Rouge, Rosa, Lulanie. Zum Blutblatt, da kann ich euch das Beispiel jetzt geben, was ich angekündigt habe. So ein Abenteueraufhänger, den ich mir ausgedacht habe, war,
Das Blutblatt ernährt sich von Astralenergie, aber nur schwacher Astralenergie. Wenn es zu viel davon abbekommt, verwelkt es. Und zwar ziemlich schnell. Vor allem, wenn ein Dämon zum Beispiel auftaucht, kann man es als Detektor verwenden. Oh, mein Blutblatt ist verdorben, da muss ein Dämon oder ein mächtiges Artefakt in der Nähe sein. Das macht man jetzt da draus. Zum Beispiel die Heilige Inquisition der Priorskirche. Besorgt sich eine Hexe, die wahrscheinlich ganz, ganz böse ist und fesselt sie mit Blutblatt. Damit kann sie schon mal beweisen, dass sie magisch ist, weil wenn das Blutblatt nicht verwelkt, wird es ewig haltbar sein. So kann man das auch als Kranz aufbewahren zum Beispiel. Wenn jetzt aber die Hexe böse ist und sich befreien möchte, weil sie Angst bekommt und ein Zauber wirkt, geht das Ding kaputt und wenn man sie vor in den Fluss geworfen hat, ertrinkt sie. Beziehungsweise sie versucht zu entkommen und wir haben eine Schuldige. Natürlich nicht für jedermann gedacht, aber für die radikaleren Ecken der Kirche möglicherweise eine Option. Kannst weiter. So, dann haben wir auch natürlich ein paar aktive Pflanzen, weil nicht jede Rollenspielgruppe spielt mit ganz viel Rollenspielelementen und Erzählungen und Beschreibungen der Welt. Das kann man machen, das ist wunderschön, aber manche Leute wollen auch mal eine schnellere Runde, oder ein Spielleiter, der möchte mal was Aktives an der Hand haben. Der will nicht, dass die Leute irgendwo hinlocken muss, wo dann Dinge passieren könnten oder dass sich zu sehr nach Zufallstabelle anfühlt, obwohl das auch mal cool ist. Man will ja auch mal was Aktives an der Hand haben und den Leuten entgegenwerfen können. Da habe ich eine kleine Auswahl. Schlinggras kann man sich ungefähr denken, was das macht. Das ist zwar immer noch keine Kreatur, die rumläuft, aber die macht was. Man kann da entscheiden, dass sie irgendwo ist und sie geht auf den Spieler zu, wenn der sich nicht dahin bewegen will. Auch solche Dinge habe ich eingebaut, nur eine kleine Auswahl. Die Stikondia sicher die bekannteste. Weiter. Dann haben wir auch ganz neue Dinge. Beispielhaft aus drei Kategorien von mir ausgewählt. Einmal haben wir den Alterfahren, der ist quasi ein Produkt einer Erwähnung des Metaplots. Denn hat Balfour von Punin furchtbare Forschungen betrieben und da kam dann irgendwann der Alterfahren heraus. Und das ist alles relativ komplex, wenn man sich da einlesen möchte, kann man dann auch tun im Herbarium. Der Alterfahren, ein Beispiel für Pflanzen, die völlig neu sind. Dann haben wir die Wassernuss, die auch in Aranien wächst. Die sieht erstmal aus wie eine nette Seerose. Da kann man aber wunderbar ein Rezept improvisieren, wie ich angedeutet habe. Das kann jedermann. Die iranische Wassernuss ist zumindest in Iran jedermann bekannt. Das haben wir entschieden. Die hat Samenkapseln, die man einfach trocknen kann. Und dann hat man ganz, ganz fiese Krähenfüße, die man einfach mal hinter sich werfen kann und Leute auszubremsen und solche Dinge. Der rote Lotus, ein weiteres Beispiel für Dinge, die mal erwähnt wurden, aber nie irgendwie weitergehend genutzt. Wurde mal in Wege der Alchemie genannt unter Lotusarten, aber hat nie Regeln bekommen. Schade, also hat er jetzt Regeln. Finde ich super gut. So, dann haben wir auch illustrationstechnisch nochmal was ganz Neues versucht für diesen Band und auch für den zweiten natürlich, wo dann der Teil mit den Rezepten, wie gesagt, über 70 Stück, das sind viele Seiten, dann schön bebildert wird, jeweils mit solchen Bildern. Ingame-Bilder kann man auch als Handout verwenden, weil die können zum Beispiel, steht auch, glaube ich, immer dabei, Herbarium Kusslikum aus solchen Werken. So, dann zu guter Letzt, meine letzte Folie, haben wir einmal den Kapitelstarter für den Tabellen- und Regelteil, wo ihr dann auch nochmal seht, einen Einblick darin gewinnt, was könnte das bedeuten den Leuten, dass es Pflanzen in ihrer Welt gibt. Natürlich sind wir so Städter, teilweise, die nicht unbedingt so viel sich mit Pflanzen beschäftigen, außer vielleicht zum Essen, aber für die Aventurier, die ja auch sehr spirituelle Leute sind und wo die Götter eine riesige Rolle spielen, haben natürlich unzählige Kulte entwickelt und Dinge, die sie nicht mehr tun können, hier beispielsweise ein Boron-Geweihter, das ist ein Fanaritus, der schwarzen Weihrauch benutzt für seine Meditation und Geistreisen, auch ein Rezept, das enthalten ist. Plus, ich wollte auch die Übersichtlichkeit des Buches maximal komfortabel gestalten, weil halt eben so viel drin ist. Dafür haben wir Symbole entwickelt, die auch in den Wertekästen gebraucht werden, wo ihr dann sofort sehen könnt, auch anhand der Farben, was kann diese Pflanze und nicht nur, was kann diese Pflanze roh, wenn ich sie aufgesammelt habe, sondern auch direkt genannt, eine Liste von Rezepten und bei den Rezepten steht auch direkt dabei, was die dann können, sodass man schon mal vorher ungefähr weiß, was abgeht. Ah, ich sehe, dann muss ich, glaube ich, das Wort übernehmen. Das gab es schon bei der Keynote als Ankündigung. Wir werden Cthulhu Mythos auf DSA herausbringen. Aber wir werden das nicht so machen wie die D&D-Version, sondern wir werden ein bisschen mehr mitmachen.
Das hier sind tatsächlich noch die Cover der D&D-Version. Bei der DSA-Version wird das anders aussehen, speziell das Limitierte. Das wird auch ein eigenes DSA-Symbol auch mit Cthulhu-esken Elementen beinhalten. Die D&D-Version hat natürlich kein schwarzes Auge-Logo. Richtig. Völlig richtig. Völlig richtig. Sicher? Ja, ihr werdet dort natürlich Mythoswesen mit DSA-Werten vorfinden, aber das war mir persönlich auch nicht genug. Ich wollte nicht einfach nur diese Werte dorthin klatschen, sondern ihr werdet dort wirklich Hintergründe finden, wie man den Mythos in DSA und der ganzen Samthintergrundwelt inklusive Verbindung zu den Göttern, zu den Erzdämonen und extrem vielen Mysterien der DSA-Welt vorfinden, wie man das einfügen kann, sodass es sehr organisch wirkt, so als wäre das praktisch dafür gemacht worden. Ihr werdet also praktisch keine Schnittstelle finden, wo ihr merkt, dass es da einen Bruch gibt, sondern unser Anliegen ist es wirklich, das als Gesamteinheit zu präsentieren, auch mit zusätzlicher Unterstützung, was Abenteuer angeht, wenn das Crowdfunding gut wird und noch eine Menge anderer Produkte, die wir da uns überlegt haben. Freunde der Forschung, Mäzene, Eingeweihte und stille Teilhaber. Ihr alle wisst sicherlich, dass ich seit Jahren nach den Wesen hinter den sieben Sphären in den verstecktesten Winkeln Aventuriens gesucht habe. Dabei schreckte ich weder vor den finsteren Gassen Al-Anfas noch vor den tödlichen Dschungeln Maraskans zurück. Doch nun habe ich endlich eine Spur, einen Hinweis auf das Buch eines gefallenen Priesters. Ich muss sie finden. Alle Wege führen mich nach Selem. In der dortigen Bibliothek liegen verschollene Bücher. Verschollene Bücher, die es zu entdecken gilt, die es zu lesen gilt. Mit eurer Hilfe nun und mit Hesinda an meiner Seite kann ich es schaffen, hinter den Mythos zu blicken, hinter all die Geheimnisse und Gerüchte. Ich werde sie finden. Für euch und für die Forschung werde ich mich allen Gefahren stellen und mit eurer Unterstützung finde ich am Ende die Wahrheit. Sie existieren. Das Crowdfunding dazu beginnt am Mittwoch. Ich kann, glaube ich, schon sagen, dass es ein ganz besonderes Crowdfunding wird. Lasst euch mal überraschen, was da so passiert. Ich sage dazu nur, ich war begeistert. Also wirklich, die Ideen, die wir da entwickelt haben, alle Achtung, das wird geil. Das wird wirklich geil. So, ich würde sagen, da gebe ich an meinen Kollegen Johannes schnell noch ab. Ja, eine andere Neuheit, die uns demnächst ins Haus steht, ist ein Anthologieband von Kurzgeschichten. Viele von euch rufen immer mal wieder nach mehr Hintergrund zu unseren 8 Iconics für DSA 5. Und deswegen haben wir uns ein paar Autoren zusammengesucht, um da mal ja, ein paar Geschichten zu schreiben, die euch da Informationen geben. Das Cover, das ihr hier seht, ist erstmal nur eine Vorabversion, also das wird nicht das finale Cover sein. Und der Band läuft unter dem Titel Kerkergeschichten. Es gibt so eine, also die Geschichten hängen an sich nicht fest miteinander zusammen, es sind einzelne Kurzgeschichten, insgesamt 9 an der Zahl, aber es gibt so ein übergeordnetes Thema, denn in gewissen Lebenslagen kann man gute Geschichten vielleicht gegen körperliche Unversehrtheit eintauschen. Ich glaube, mehr Bilder haben wir dazu nicht, oder? Wir gucken mal. Okay, ja. Die Autoren, die wir uns dafür mit an Bord geholt haben, sind auch vom Namen her hoffentlich den meisten von euch ein Begriff.
Da haben wir Beiträge von Ividi Metell, von Katja Reinwald, Leda Zifferino und Dominik Ladek haben jeweils eine Geschichte beigesteuert. Thorsten Most hat uns was geschrieben, David Schmidt und von Joschka Zaratnik haben wir auch was dabei. Also namhafte Autoren und wirklich spannende Hintergründe, die wir da für euch zusammengestellt haben. Da bleibe ich direkt mal weiter dabei. In der Keynote gestern habt ihr erfahren, dass so ein paar Regionalspielhilfen zurzeit in Planung sind. Die ersten drei Regionalspielhilfen, die bisher draußen sind, sind ja alle eher so ein bisschen mittelländisch geprägt, mehr oder weniger bodenständig. Also haben wir uns überlegt, jetzt muss mal was eher Exotisches her. Wir brauchen mehr Abwechslung. Der radikalste Schritt, zu dem wir uns da entschieden haben, ist, machen wir mal eine neue Dschungelspielhilfe. Die Dschungelspielhilfe zu DSA 4 war eine der ersten unter dem Titel In den Dschungeln Meridianas. Entsprechend ist es auch schon eine ganze Weile her, dass es da wirklich ausführlichen Hintergrund zu gab. Und die Beschreibung der Regenwälder war auch längst nicht so dicht, wie es im Mittelreich häufig der Fall ist. Das hat uns da viel Freiheit gegeben, um uns da ein bisschen auszutoben. Wir haben uns viele neue Sachen für euch einfallen lassen. In der Spielhilfe wird es hauptsächlich um die Regenwälder und die Waldinseln gehen, die fest in der Hand der Waldmenschen und Tutulu-Stämme sind. Die Gebiete, die zu den Kolonialmächten gehören, sind da erstmal ausgeklammert. Die bekommen eine andere Spielhilfe. Also wir konzentrieren uns hier erstmal auf die Stammeskulturen, haben uns aber auch eine ganz besondere, größere Überraschung einfallen lassen, von der ich jetzt noch gar nicht so viel verraten möchte. Aber ja, da steht euch was bevor. Das habe ich gestern auf der Keynote auch schon gesagt. Das ist was ganz Neues. Johannes hat da viel Gehirnschmalz reingesteckt und das ist richtig gut geworden. Es ist aber kein Retcon der Region. Da müsst ihr euch also keine Sorgen machen, dass wir jetzt alles über den Haufen schmeißen, was in der Vergangenheit publiziert wurde. Dennoch ist es etwas Neues und da sind wir gespannt, wie euch die Änderung gefallen wird. Oder die Ergänzung, die Neuheit. Und gleichzeitig arbeiten wir ja auch noch an einer anderen Region, zu der euch der Nico gerne mehr sagen wird. Genau, ich habe es gestern auf der Keynote auch schon gesagt, die Gestade des Gottwals werden wir nicht ganz regulär in den Handel bringen, wie wir das bisher getan haben mit den Regionalspielhilfen, sondern wir werden diese Regionalspielhilfe als Crowdfunding realisieren. Markus hat gestern in der Keynote schon gesagt, was Crowdfundings für den deutschen Rollenspielmarkt und auch unsere Firma bedeuten. Wenn ihr euch das nochmal angucken wollt, empfehle ich euch den YouTube-Channel von Ulysses Spiele, da könnt ihr euch in den nächsten Tagen die Keynote nochmal angucken. Und das Crowdfunding zur Torwall wird uns die Möglichkeit geben, einige Dinge zu realisieren, die wir nicht realisieren könnten, wenn wir es nicht als Crowdfunding machen würden. Und wir sind große Freunde der Region und wollen einfach das bestmögliche Ergebnis aus dieser Region herausholen. Und die Möglichkeiten dazu haben wir durch das Crowdfunding. Da uns jetzt ein bisschen die Zeit davon läuft und ich noch einen weiteren Punkt habe, müssen wir Torwall deswegen jetzt schon hinter uns lassen, denn es gibt noch eine weitere Neuigkeit, die wir verkünden wollen, nämlich die Orkenspalte. Orkenspalte TV. Nico Mendrick und Mayeli Stritter arbeiten schon seit längerer Zeit an einem Projekt, das wir hier vorstellen sollen, nämlich an einem Dokumentarfilm über unser Lieblingshobby. Das schwarze Auge. Und einen ersten Teaser davon könnt ihr hier als Weltpremiere sehen. Nach der ersten Session, da bin ich weggegangen und hatte so einen Kreativflash und habe Aventurien gezeichnet. Und dann hatte ich mir aber damals das schwarze Auge gekauft und dann hat sich mein Leben grundsätzlich verändert. Ich bin in meinem Leben fast immer der Spielleiter gewesen, weil ich der Geschichtenerzähler bin. Also ich habe es auch wirklich gerne gemacht. So eine Schachtel mit Fantasy-Motiven drauf. Fantasy hatte jeder von uns irgendwie gelesen und blöder Titel, aber Rollenspiel. Klang ganz interessant, das Konzept. Am Anfang erstmal überhaupt nicht verstanden habe, um was es ging, aber so fasziniert davon war, dass ich so lange versucht habe, bis ich verstanden habe, was das Spiel von mir wollte. Und dann das Solo-Abenteuer mindestens dreimal am Stück gespielt habe. Und die sagen, ihr macht uns jetzt ein neues Spiel. Und wir haben bis vielleicht 1. Dezember hohe Zeit, so ganz genau weiß ich es nicht mehr, ob es 4 Wochen waren, ob es 5 Wochen waren. Auf jeden Fall
wird uns gesagt, ihr müsst das Spiel fertig haben, dass wir am 5. Februar 1984 das Ding präsentieren können auf der Messe in Nürnberg. Und plötzlich sah ich da zwei Boxen, eine rote und eine schwarze. Das eine war nach Dungeons & Dragons und das andere war das neue Schwarze Auge. Und dann habe ich 25 Minuten lang versucht, wie man da halt damals in einem Buchladen heimlich lesen konnte, das Zeug alles so schnell wie möglich zu downloaden in meinen Kopf. Habe reingeschaut, schnell festgestellt, das Rote ist, hat ein paar gute Ideen, aber hat keine Stimmung und keine Kultur. Das Zweite, das Schwarze, okay, spannend. Aha, das hat alles einen Namen, was ich da seit 10 Jahren mit meinen Geschwistern mache. Okay, clevere Idee. Man könnte das mit Zahlen messen. Warum würfeln sie? Blöde Idee. Warum soll eine Handlung besser werden, wenn man sie auswürfelt? Lebenspunkte, aha, das ist vielleicht feiner. Ich kann das besser. Wir haben von Schmidt keinerlei Vorgaben gehabt. Die hätten die auch uns was sagen können. Sie hatten ja null Schnalle. Die ersten Publikationen, die ersten 4 Abenteuer, die erschienen sind, waren 2 davon, waren Science-Fiction-Geschichten und eine hat sofort mal auf eine fremde Welt geführt. Ich meine, das ist ja grauenerregend. Ich finde diese Welt, das Umfeld, mir gefallen auch die Leute, das sind eben alles Gleichgesinnte. Man hat sofort das Gefühl, irgendwie eine Familie zu sein. Das, was das DSA wirklich von allen anderen Rollenspielsystemen auf der Welt unterscheidet, neben der irren Hintergrundmenge, soweit ich weiß, haben wir da den Weltrekord. Aber der wirkliche Unterschied ist die Fanbeteiligung. Es gibt überhaupt kein anderes so interaktives Rollenspielsystem, bei dem die Spieler so massiv eingebunden worden sind. Das war der Bestseller bei FanPro. Wir haben in verschiedenen Auflagen, ich weiß nicht, 120.000 davon verkauft, ne, und alles schön an Schmidt vorbei. Und auch das aventurische Lexikon, was ja für ein Hardcover so teuer war, 89 Mark, das haben wir mehrfach aufgelegt und haben 20.000 davon verkauft. Man muss sich vorstellen, so ein fettes Hardcover, ne? Und das war natürlich immer ein Schlag ins Kontor bei FanPro. Und wir haben uns die Hände gerieben, dass Schmidt so blöd war, sowas nicht zu machen. Muss man auch vielleicht auch mal erwähnen, die wirkliche Gleichberechtigung bei DSA. Das habe ich immer gut gefunden. Und ich glaube, da hat zum Beispiel auch DSA immer eine Vorreiterrolle gehabt. Das war ganz deutlich, da hat Uli von Anfang an sehr deutlich darauf Wert gelegt. Tatsächlich bin ich da offene Türen eingerannt. Also ich meine, Ulrich Kieso, Thomas Römer als Chefredakteure haben beide für das generische Femininum in Büchern zum Beispiel teilweise gestimmt. Für Uli war natürlich DSA das entscheidend Wichtige. Als sich rauskristallisiert hat, dass er halt doch kein Kunstlehrer werden möchte, war das natürlich die beste Chance auf einen ordentlichen Broterwerb. Ne? Ja, Uli hatte ein gutes Talent dafür, Leute zu finden und zusammenzusammeln. Wie du gerade sagtest, es ging dann auch schon manchmal sehr schnell. Also ich war sehr holterdiepolter dann auch in Teil der Redaktion. Also das Verhältnis zwischen uns beiden ist so, dass er weltbekannt ist und mich kennt keine Sau. Ihm war die Leidenschaft wichtig. Das hat er auch sofort gespürt, ob jemand dafür brennt, für die Sachen, die er macht. Allein die Verantwortung, die du hast, was halt als, oder hattest, was halt damals als Redakteur. Also ich habe das immer so gesehen, also erstmal als Ehre betrachtet, was halt in der Redaktion mitwirken zu können. Was ich damals nicht so begriffen habe, ist, wie viele Feinde ich mir in der DSA-Redaktion sofort gemacht habe, zu der ich aber nicht so viel Kontakt damals auch hatte. Das ist wirklich mal wichtig, ich muss das an dieser Stelle endlich mal jetzt deponieren. Es hat keine DSA-Redaktion gegeben bis 2000. Das gab es nicht. Wir sind erst nach dem Tod von Ulrich Kiesow sind wir das erste Mal in einem Raum zusammengesessen und ich habe mich umgedreht, habe gesagt, Leute, seht ihr, dass wir zufällig 12 Leute sind, ist das nicht lustig? Wir sind tatsächlich die 12 Götter. Allseitiges Spektrum, was passiert mit Nahima? Passiert irgendwas mit Nahima? Wer möchte was mit Nahima machen und in welche Richtung geht das? Es gab ja so NSC, die eigentlich Everybody's Darling waren sozusagen oder Everybody's Hate Figure. Also Nahima hat da die Geister gespalten tatsächlich. Also Uli hat damals die Rechnung gemacht. Die erste Box hat sich 250.000 Mal verkauft. Wir wissen, dass wir bekanntlich ein Spielleiter mit 3 bis 4 Spielern ist. Das heißt, es gibt über 1 Million Spieler. Ich habe damals gesagt, Uli, das halte ich für sehr kühl. Ich weiß dafür, dass mein Zahnarzt hat auch eine DSA-Box zu Hause und hat sie nie gespielt. Und wir haben sehr viele Leute gesagt, oh, DSA habe ich auch zu Hause, aber wir sind nie zum Spielen gekommen. Es wurde ja peu à peu auch besser. Und es wurde immer besser. Und es ist ja nicht so, dass die anderen da mithalten konnten, was den Output anging. Selbst bei D&D konnte nicht mithalten. Der Abenteuer-Spiele-Verlag war halt einfach viel schwächer als Schmidt und hat nicht die Muskeln am Markt gehabt. Und bei DSA wurden halt im Jahr 2 Boxen und 10, 12 Abenteuer rausgehauen. Das musste halt erstmal nachmachen. Und Schmidt hat es nicht machen müssen. Ein Großteil davon ist bei FanPro entstanden. Also der Satz und so ist alles bei FanPro gemacht worden.
Es hat nie gereicht von den Auflagen her, dass wir jetzt irgendwie Stretch-Limos, Koks und Nutten irgendwie hätten haben können, aber durchaus war 90er Jahre Hochzeit der Rollenspiele auch Partyzeit. Ich werde nie vergessen, wie eine Hexe, die auf dem Besen irgendwo über dem Perlenmeer unterwegs war, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, angefangen hat zu brennen, und dann war es so weit, dass der Besen brannte und sie brannte, und dann haben wir den Grad der Katastrophe ausgewürfelt, und sie hat sich für einen hexenuntypischen Zauber, nämlich einen Verwandlungszauber, in ein Tier, das nicht ihr Hexentier ist, entschieden. Sie wollte sich in eine Möwe, einen Seeadler oder irgendwas, was fliegen kann, verwandeln, in ihrer Lage ja sehr naheliegend. Und dann würfelte sie die 20 und nach kurzer Diskussion mit dem Rest der Spielgruppe entschieden wir, es ist eine Kuh. Das ist schlecht, war eine Kuh auf einem brennenden, abstürzenden Besen über dem Perlenmeer. Und dann landete sie und dann haben wir nochmal entschieden, kann die Kuh schwimmen? Und es kam noch eine 20. Und dann war ich auch als Spielleiter konsequent. Aber ich glaube, diesen Hexentod hat nie einer vergessen in der Spielgruppe. Ja, wie ihr euch selbst überzeugen konntet, da sind einige doch bekannte Namen aus der Geschichte von Das Schwarze Auge mit dabei. Ich bin sehr gespannt auf den fertigen Film. Hier habt ihr einen ersten Blick drauf werfen können. Jetzt müssen wir uns aber sputen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß noch in den letzten Stunden auf der RadCon. Und bis zum nächsten Mal. Eure DSA-Redaktion.